Hallo und willkommen zum allerersten League of Legends Guide. Heute zeige ich euch Kennen, meinen Main Champion seit ungefähr ein, zwei Monaten. Wahrscheinlich auch der meistgespielte Champion in meinen League of Legends Let's Play Solo Ranked. Ich spiele am liebsten Mitte oder auf Top und er macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ein sehr, sehr starker Champion. Der einfach, wie gesagt, hier eine Menge Spaß mehr macht und deswegen zu meinem Main Champion geworden ist, auch wenn viele sagen oder ich selber auch mal zeitlang gedacht habe oder vielleicht sogar so ist, dass Eddie Carroll meine Main Position ist. Ken ist nach wie vor mein Main Champion, ich habe ihn am meisten gespielt. Ich will ganz kurz zeigen. Ich bin nicht super vorbereitet, aber ich kann es mal gerade zeigen. Moment, Leaks. Moment, jetzt sieht man hier am Profil. Unten rechts seht ihr Ken, da habe ich 31 Mal gespielt, nur ranked. Kann man ganz kurz hier meine Stats mit ihm zeigen, damit ihr alle Bescheid wisst. Ja, also ich keine Atembraum mehr setzt, aber dafür, dass man im Ranked normalerweise immer so eine Win-Lose von 1 zu 1 hat, ist es mit Ken doch relativ gut gelaufen. Seht ihr auch 4 Triples, 2 Quadra, mein einziger Penta im Ranked. Sonst habe ich schon noch mal ein, zwei mehr Pentas, aber einziger Penta im Ranked auch durch Ken geschehen. Demnach mein Lieblings-Champion vom Style her, als auch ja, vom Spielgefühl her und so weiter. Ja. Fangen wir nochmal ganz theoretisch an mit den Masteries, mit den Meisterschaften. Ich habe jetzt 20 verschiedene Meisterschaften. Ich habe für Ken jetzt keine spezielle erstellt. Dann hier die Mid-AP Masteries. Ihr seht hier, ich habe hier 21-9-0er Masteries und 21 bei der Offensive auf der rechten Seite für AP. Hier ist Cooldown Reduction ein bisschen dabei, weil Ken ist ja ein Energiechamp. Und demnach kann man seine Fähigkeiten relativ häufig machen. Immer wieder, vor allem. Daher finde ich Cooldown Reduction ein bisschen sinnvoller als Attack Speed. In diesem Fall. Klar, Ability Power, vor allem am Ende im Late Game seiner Ulti, hat Ken einen sehr großen Einfluss. Daher Ability Power per Level. Hier haben wir 8 Ability Power insgesamt. Und die ganzen Boni, da kann ich mir eigentlich mal kurz durchlesen. Ich gehe sich alle einzeln durch. Hier haben wir 5%, wenn man später im Late Game den Rabadons hat, noch ein paar andere Items. Wo ich auch noch was zu sagen werde. Das macht schon einiges aus. Dann haben wir Basic Attacks, dass sie auch 5% der Ability Power dealen. Das finde ich auch ziemlich wichtig, wenn man am Anfang vor allem ziemlich viele Outfits machen muss mit Ken. Sag ich auch noch was zu. Ich zeige euch schnell noch, zeige ich spiele, also ich spiele noch ein Bot Game mit dem. Da erkläre ich noch einiges weiter. Hier oben das, was hat eigentlich? Achso, ja, müssen wir nicht unbedingt machen. Ich hatte noch einen Punkt zu viel. Da habe ich nur oben spendiert. 6% Armor und Magic Penetration. Da habe ich einfach genommen wegen 6% Magic Penetration. Das schon einiges ist, denke ich. Und Licht ganz unten. Das sieht man immer, wenn man 21er Rune hat. Das gilt man das unterste 3% erhöhten Schaden. Die 9 habe ich bei Defense und nicht bei Utility. Weil ich bei Utility entweder Movement Speed skillen müsste oder Mana am Anfang. Und Mana hat Ken gar keins. Movement Speed hatte durch die E eigentlich genug, um zu escapen oder irgendwo zu chasen. Demnach habe ich mich da für die defensiven Runen entschieden, weil ich da sehr unsicher bin. Hier könnte man wirklich vieles nehmen. Ich habe jetzt hier eingeloggt den Block, dass man weniger Damage von Champion Hits bekommt. Attacks, Basic Attacks. Und auch sonst nochmal dieses Upgrade hier. Weil man ja mit Ken, soweit ich weiß, kaum jungelt und immer gegen andere Champions spielt, vor allem später im Teamfall schnell gefokust wird. Dann habe ich hier noch die Leben, 36 Leben und dann nochmal 3% maximales Leben. Was so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich hätte auch noch hier Leben pro Sekunde nehmen können. Das wäre für mich ganz interessant, weil ich kenne generell selten oder eigentlich gar nicht mit Spellvamp oder Lifesteal spiele. Also hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, so wie sie jetzt stehen, finde ich sie ganz okay. Im Early machen halt die 36 Leben und 3% einiges aus und im Late Game ist immer noch ein prozentualer Anteil und macht dann ja auch was aus. Ich würde meine Master sowieso auf Ken einstellen, bei defensiven Bild hier kann ich diskutieren, offensiv würde ich es fast schon genauso lassen. So, dann zum Item-Set, wie ich Ken bilde. Ich habe mir extra hier einen Ken YouTube Guide, eine Klasse gerade darüber erstellt, die ich prima erklären kann. Wir fangen mit der ganzen Theorie an, wenn ihr das alles nicht hören wollt. Gleich sehen ein paar Spielszenen gegen Bot, das wäre schon gegen Bots, kleines Bot-Game. Dann werde ich schon in die Beschreibung die Zeit reinmachen. Was ihr da habt wahrscheinlich sowieso schon gesehen. So, Starter-Items habe ich Downs Klinge, ein Healpot, ein Downs Schild und ein Twinket. Das liegt daran, früher hat das Downs ja 475, das Klinge von 475 Gold gekostet, mittlerweile auch 440. Daher ein Heiltrank und dann entweder das Schild oder die Klinge. Das hängt davon ab, wen ihr als Lane-Gegner habt.
Also, spiele so, wenn der Gegner Early sehr stark ist, Early viel Schaden macht, vor allem wenn es in der D-Champ ist, dann bringt das Damage Shield einiges, weil es auch von Basic Attacks einiges abblockt. So, ich habe schon mal gegen Lee Sin gespielt, es hat super funktioniert. Das Schild hilft euch auch extrem, in der Lane auch zu bleiben, falls der Gegner irgendwann stärker ist oder so. Das macht schon einiges aus, die Health-Regeneration, der kleine Schild, das bisschen Leben. Am Anfang ist das viel, wirklich. Und so könnt ihr dann gucken, dass ihr irgendwie, auch wenn ihr in der Lane die Lane verliert, vielleicht nicht unbedingt sterbt und mit dem Level weiter bestehen könnt und dann auf anderen Lanes eure Kills sucht. Also als defensives Item Dawn's Shield wirklich empfehlenswert. Als offensives die Dawn's Blade, Dawn's Klinge, die ein bisschen genervt wurde, wo, ist ja auf Mutterreich Gold billiger geworden. Früher habe ich die halt nur mit Ken gespielt am Anfang. Meistens, weil ich dann wirklich mein meistens gewonnen hatte, weil mit Ken ist ja mein Main-Shell, damit halt am besten mit. Und da finde ich einfach ziemlich nice, wenn ihr die Lane gewinnt. Und da könnt ihr auch mit dem Gegner so kleine Schadensaustausche machen. Die gewinnt ihr meistens als Ken, wenn ihr es halbwegs könnt. Und ja, früher hat jeder Hit 5 Leben wiedergebracht. Mittlerweile sind es noch 3 Leben für Range Champion, steht hier. Okay. Und da hat man einfach ganz viele Minions angekriegt beim Farmen und hat dann einiges an Leben wieder zurückbekommen. Das war eigentlich recht praktisch. Also für Start-Items, ob man die das Schild kauft oder die Klinge, hängt wirklich vom Setup ab, ob ihr gecountert werdet, ob ihr selber countert. Müsst ihr dann hängt dann vom Gegner-Champion ab. Okay? Gut, sind wir dann schon ein bisschen mal durch. Hat ja lang genug gedauert. Standard-Items sind für mich die Magie-Durchdringungsschuhe, wie eigentlich für jeden Magier. Das Sonias, ganz großes Thema bei Ken, für mich. Einige spielen sogar ohne, aber für mich ist einfach ein Muss. Sonias, weil sonst kann ich später in den Teamfights nicht so viel reißen. Das ist einfach total, das ist eigentlich das, was am meisten Sinn macht mit Ken, was am meisten Spaß macht. Flash, Ulti, E, W, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr die Skills jetzt kennt, die zeige ich auch nochmal. Auf jeden Fall, die Ulti macht ja Schaden um Ken herum, jede Menge, bis zum Umfallen. Und wenn ihr dann gefokust werdet, seid ihr einfach tot. Und wenn ihr Sonias habt, schützt ihr euch davor und macht um allen bei euch Schaden. Und später im Teamfight kann das schon sehr, sehr, sehr viel entscheiden. Für mich ein absolutes Standard-Item geworden, kaufe ich mir sogar ziemlich früh. Vor allem, wenn man dann den Chance hat, weil hier 50 mal Rüstung dabei ist. Aber also die Ramadons, eigentlich für jeden Magier, Pflicht-Item wegen 30% und einfach 120 Ability Power. Wenn man Schaden machen will, holt man sich Ramadons. Meine persönlichen Favoriten, die nicht man nicht unbedingt spielen muss, mit denen ich einfach sehr gut, so gute Erfahrungen gemacht habe. Einmal die Haunting Geist, die ich nicht später ausbauen will, sondern die andere Squall im Late Game. Finde ich einfach, die kaufe ich mir auch ziemlich früh. Manchmal sogar ganz am Anfang habe ich die vor dem Sonias gekauft noch. Also so als erstes großes Item in den Schuhen. Weil man einfach Ability Power hat. Man hat Leben. Das ist auf der Lane beides sehr gut. Und man hat direkt 15 Magic Penetration. Und in London gibt es nicht so viel Magic Penetration, wenn man auch aufpasst. Das ist ziemlich wichtig. Vor allem, wenn die Gegner mal ordentlich Magie-Resi kaufen. Habt ihr direkt was dagegen? Wenn ihr Leng zum Beispiel gewinnen würdet knapp und der Gegner denkt sich, ha, ich kaufe mir jetzt hier Magie-Resi und so, ne? Dann habt ihr schon mal einen kleinen Teil dazu beigetragen, direkt sowas zu das penetrieren zu können. Das andere ist der Void-Staff. Klar sagen viele, hängt vom Gegner ab, ob die viel Magie-Resi kaufen oder nicht. Ich finde es einfach extrem stark. 35% der Magie-Resi vom Gegner zu durchdringen und dann noch 70 Ability Power dabei zu haben. Am Anfang war es für mich ein Standard-Item, mittlerweile sehe ich ein, dass es nicht so wertvoll ist, wie ich es eingeschätzt habe, aber immer noch ein extrem starkes Item, was sehr unterschätzt wird, finde ich. 35% ist schon eine Menge. Okay, offensive Alternativen, defensive Alternativen, die beruhen nicht auf meinem Bild, aber die werden häufig gespielt. Die gehe ich nochmal gerade durch. Habe einmal das Hexage Gunblade. Es wird, glaube ich, hauptsächlich gespielt wegen Lifesteal und wo ist es denn? Spellvamp, da unten. 20% Spellvamp, 12% Lifesteal. Ist einfach in der Lane extrem praktisch. Jeder Mensch, die Maus wieder drüber, da können das alles durchlesen, theoretisch. Dann ist in der Lane extrem praktisch wegen dem Sustain und ihr könnt dann Schadenaustausch machen. Und gleichzeitig wieder Schuchheim mit Fähigkeiten und Auto-Hits. Außerdem ist es erheblich leichter zu farmen mit 45 extra Attack Damage. Aber ich spiele dieses Item nicht, weil mir es ist einfach sehr teuer. Und im Late Game fehlt mir dann was. Dann fehlt mir ein fettes Item wie, keine Ahnung, wie ein Rabadons oder so. Ich kann gerade vergleichen, das ist sogar noch ein bisschen teurer als ein Rabadons. Also fürs Early ist es wirklich ein schönes Item. Es macht auch, ich denke mal, es ist sehr praktisch für Ken, aber es fehlt irgendwo der Schaden am Ende so ein bisschen, ne? Meins ist es nicht so ganz. So, nächste Alternative wäre das Lich Bane.
Und die 250 Schmalen, die dabei sind, direkt natürlich nichts von ab. Movement Speed ist auch nicht so ganz so das Beste für Ken. Aber die passive Spellblade, nämlich dass man nach einer Fähigkeit der nächste Attacke immerhin 75% der Ability Power Bonus Damage on Hit macht. Ja, ich denke mir, ich kann genug Englisch, dass ich versteht. Ist einfach, wenn er die QW-Kombo macht, keine Sorge, ich zeige euch das gleich. Dann könnt ihr zum Beispiel statt zweimal diesen starken Damage zu haben, könnt ihr ihn viermal haben, wenn die Q macht einen Auto-Hit, ein W macht einen Auto-Hit. Und das ist schon, die Idee ist extrem cool. Die finde ich schon ziemlich nice. Oder wenn ihr eine Ulti macht, und das ist noch einer Lowlife, könnt ihr einfach mit dem Auto-Hit manchmal wegmachen. Vor allem für mich wäre das praktisch, weil ich kaum AD kaufe mit Ken. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. Dann noch hier die Guinsoo's Rage Blade. Einfach habe ich noch mit dazu genommen, weil sie auch Attack Damage und Ability Power gibt, wie das Hexer Gunblade. Dafür kein Lifesteal, ein bisschen aufsteckt mit der Passiven. Und das ist im Teamfall vielleicht ganz nützlich. Auch nicht so ganz meins, deswegen sind es hier Alternativen. Defensive Alternativen, Will of the Ancients, wegen den Spellvamp würde ich es empfehlen. Klar, das Blöde ist, die Mana-Regeneration bringt euch wieder nichts, weil Ken kein Mana hat. Cooldown Reduction wieder schon, das bei Ken sehr praktisch, weil er der Gichab ist. Ability Power, klar. Dann wichtigsten ist hierbei, aber da denke ich mal, das Spellvamp. Das Höllenzepter, das habe ich nie so bedacht, aber es ist eigentlich eine sehr gute Idee, mal auszuprobieren. Neben der Ability Power und der Magieresi, klar, gegen AP-Gegner ist das ein gutes Item, immer. Aber ich habe noch nie bedacht, die Aura, die können ja lesen, dass die Magieresi von nahen Gegnern um 20 senkt. Und da habe ich mir mal so gedacht, wenn ich mal meine Ulti anmache, vielleicht schon eine W-Hinterher oder so, dann haben ja alle Gegner, die davon getroffen werden, insofern die Aura weit genug geht, ich denke aber schon, dieses Handicap, dass sie 20 Magieresi weniger haben, das ist zum einen quasi theoretisch wie 20 Magiepenetration. Und da in dem Teamfight sind ja meistens noch die ganzen Partner dabei, für alle AP da dabei oder andere Champions, die magischen Schaden machen, bringt das auch einiges. Ich finde, das Item ist gar nicht mal so schlecht, die Idee auf Kennen. Müsste ich erstmal ausprobieren. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Letzte Alternative habe ich noch aus Ruilice, Gegner abzufacken in der Ulti oder in sonstigen Fähigkeiten. Werden sie immer geslowt. Ihr habt doch noch ein bisschen Leben dazu. Wäre eigentlich das praktisch, wenn ihr so knapp verliert und nicht wisst, was ihr machen müsst. Aber ich habe es noch nie probiert, ehrlich gesagt. Check mal, wenn ihr eine Ulti macht. Alle Treffen sind alle geslowt. Das ist gut für ein Teamfight. Könnte die ganze Zeit funktionieren. Es ist jetzt mehr so eine Hypothese, kann doch nicht gut sein. So, letzte Reihe habe ich noch konsumierbare Items. Healspots, Mana-Pot habe ich nicht dabei, weil man kennt, wer Mana hat. Hier Elixiere fürs Late Game, was ein Füllbild ist. Und nochmal ein Pink Ward, falls man dann mal nochmal etwas intensiver werden muss. Vor allem, wenn man zum Beispiel eine Evelynn als Gegner richtigen Jungler hat, hatte ich auch in einer Folge mal. Dann ist es ganz praktisch. Gut, dann sind wir die Items nämlich durch. Masteries habe ich euch gezeigt. Runen habe ich jetzt keine für Ken gemacht. Seht ihr, ich habe nur einmal AD und AP Runen. Ich empfehle einfach als AP Runen, das ist wirklich nur ein Tipp von einem, der nur zwei AP Runenseiten hat, nicht mehr ausgeben wollte. Ich habe hier Magie, sieht magischen Schaden, Ability Power einfach. Bisschen Magie-Resi, bisschen Armor dabei, bisschen Tankiness. Habe ich bei jedem AP Champion, spiele ich so. Und 7,8 Magic Penetration, ganz wichtig, dass ihr die immer dabei habt, weil es die im Spiel nicht so oft zu kaufen gibt, die oft vernachlässigt wird. Ich wollte gerade zeigen, AD ist das ähnlich, habe ich einfach nur Physical Damage, Magie, Resi, Armor, genau die gleichen und dann wieder Armor Penetration. Aber diese hier, wir kennen wichtig, AP. Es gibt noch einige Leute, die wahrscheinlich kennen AD spielen oder Hybrid. Das ist wirklich mein Ken AP Guide, ich glaube, ich nenne es auch später mal so. So, habe ich jetzt genug voll gelabert mit meinem theoretischen Builds und allem. Gehe ich mal ganz kurz in-game, gegen einfach in einem Bot-Game gegen irgendeine Lusche da und erkläre mal so, wie man mit Ken so ungefähr spielt. Ne? Sehen wir uns ja gleich wieder, Freunde. Kurz verschnaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So sind wir im Bot-Game gegen eine Lux und ich bin ab mal gespielt, bis ich Level 3 bin, das sieht oben rechts. 3,5 Minuten gedauert hier, ist stillschweigend hier, habe ich für mich hingezockt, sonst ist er mal nicht angegriffen. Wenn ich alle Fähigkeiten habe, ich zeige sie euch kurz mal durch, die Kuh ist entschuldigt, ein Skillshot hier, um zu werfen, eigentlich ein Schaden. Meine W, Moment, kann ich gerade nicht einsetzen. Ken gibt mit jedem fünften Auto-Hit. Oder mit der Q, Mensch, kann es sein, mindestens fünf. Das ist so eine Marke, also gibt es so eine Art Marke auf sich. Zumindest ist so eine Marke. Wenn ich jetzt die W drücke, macht Ken an jedem Gegner, diese Marke besitzt, Schaden. Ich kann auch mal gerade zeigen. Gehen mit der E durch mehrere Minions durch. Jetzt die W drücke, kriegen alle Minions. Wenn, ach, meine W ist auf, nicht auf Cooldown. Erstmal voll fällen. Moment. Zeige ich schon beim nächsten Mal.
zum Skillen und so sagt, dass man schon die Fähigkeiten zeigen soll. Jetzt kann man es zeigen. Gehen wir mal durch, drückt man W und dann hält man alle Minions damit an. Das geht auch mit Enemy Champions, egal wie viele, alle werden getroffen. Die E habt ihr gerade schon gesehen, damit wird man um einiges schneller. Kann keine Autos mehr machen, aber macht Schaden auf alles und berührt, allerdings nur einmal. Wenn ihr jetzt einen Gegner berührt habt, gibt ihr dann eine Marke. Und ja, das war's dann. Dem könnt ihr darauf folgend nichts mehr anhaben. Oh, für den Marken mal genauer. Ich weiß gerade nicht, ob man, wenn man die W skillt, ob es, Moment, kann man kurz vortesten. Wenn unsicher bin, Augenblick. Ne, okay, die Passive von der W, wenn ihr die W geskillt habt, ist das Ken mit jedem 5. Auto-Hit, wie gerade, etwas mehr Schaden macht und der Marke so, den Ziel so eine Marke gibt. Und diese Marken hier, wie mit der Q, mit der W, jedes Mal gibt man ihm eine Marke. Und wenn der Gegner 3 Marken hat, wird er gestunt. Das ist vor allem später mit der Ulti und im Teamfight wichtig. Er wird gestunt, du kriegst, glaube ich, noch ein bisschen extra Schaden. Die Q gibt eine Marke, die W gibt eine Marke, die E gibt eine Marke. Und von der Ulti, die ich auch nochmal zeigen werde gleich, gibt jeder einzelne Blitz quasi auch eine Marke. Das ist so die große Kunst mit Ken, sagen viele, den Marken sogar männlich zu bekommen, den Gegner mit stunnen und Ende auch töten zu können. So, bis zum Ulti kennen jetzt alle Fähigkeiten. Die Ulti ist einfach Schaden wild um mich herum. Kannst mal was durchlesen, Moment, ich zeig's mal was an. Einfach um mich herum Schaden. 6-mal kriegt irgendein Gegner Schaden in der Nähe und ein Gegner kann nicht mehr als 3-mal getroffen werden. Macht allerdings auch genug Schaden. Seht, ich habe AP-Runden drin. Und Master Beast Lux hat nichts davon, das ist ein Bot und kennen wir schon eigentlich den Schaden. So, zum Spielstil. In der Lane. Wir haben jetzt hier die Bot-Lane, das ist ein bisschen blöd, weil die, wenn man 1 gegen 1 Bot spielt, geht der Bot immer auf die Bot. Der Bot immer. Ja, genau, geht der Bot immer auf die Bot, ist ja richtig. immer schön vielleicht Shadowessen, könnt ihr mit der Q jederzeit machen. Angenommen, die Lux steht jetzt hier hinten mal so. Aber bleibt ihr, obwohl gegen Lux blöd hier ist das Beispiel, weil Lux kann ihre Fähigkeiten durch Minions machen. Geniali zum Beispiel. Bleibt hinter Minions und sobald ihr meint, ihr könnt treffen, macht ihr den hier. Wenn ihr sie trefft, macht ihr direkt mit W hinterher. Das macht dann sozusagen doppelt Schaden. So spiele ich ihn kennen. Wenn ihr Glück habt und ihr habt zum Beispiel jetzt hier so einen Schuss, also ein Schuss, der nächste Auto-Hit wird nur eine Marke geben. Ihr trefft die Q, ihr trefft die W, dann macht ihr den Auto-Hit, könnt mit der E reingehen und dann macht ihr jede Menge Schaden. Obwohl, wenn ein Auto schon gemacht hat, braucht nicht mehr mit der E reinzugehen. Einfach um den Schaden zu maximieren. Ich kann mal gerade den Schaden demonstrieren von Ken. Mit der Ulti an drum und dran. Kann sein, dass ich schon genug bekomme, leider nicht, aber aus Lane rauskriege ich sie. Ich habe die Ulti gesehen. Spielt jetzt in der Lane ist immer QW Harrison für mich. Aber die Q oder die W skillt, ist eine gute Frage. Ich habe jetzt eben die W geskillt, um was zu testen. Sonst skill ich persönlich immer die Q. Ihr könnt aber auch die W skillen. Ich finde die Q ist halt, macht die Q mehr Schaden, da können wir gerade gucken. Die W macht nicht so viel Schaden. Aber dafür ist es Safe Damage. Also wenn ihr mit einer E durch Minions geht, dann die W macht. Die W könnt ihr nicht verfehlen. Das ist sicherer Schaden auf Champions und Minions. Erleichtert euch das Farmen und ist ein sicherer Weg. Die Q ist, wenn der oft trefft, einfach der große Schadensbringer von Ken. So ist das. Einfach, das ist, ob ihr riskant. Riskant ist, glaube ich, die Q. Ich spiele sie trotzdem lieber, weil ich mir angewöhnt habe mit den meisten Champions mit der Q zuerst. Und weil ich auch ein bisschen mal zeigen will. Und ich einfach ja mit der W einfach als Platt machen will. Aber die W zu skillen ist auch genauso sinnvoll, nicht falsch. Die E skillt ihr auf jeden Fall als letztes. Und die Ulti, klar, immer wenn ihr sie skillen könnt. Die Passive ist übrigens das mit den Marken, was ich schon erklärt habe. Müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ich da irgendwas euch vorenthalte. So, später ein Teamfight, das kann ich euch schlecht zeigen in dem Botgame. Ich will doch das Botgame beenden. Ich will nicht jetzt ein riesen Match gegen die Lux machen. Ich will auch was mir scheiße, weil ich es nicht viel erkläre und einfach nur nebenbei so zocken, wenn ihr Bildmaterial habt. Ein Teamfight kann das schlecht zeigen. Stellen wir auch rein, oder? Kann das sein? Ja, fast. Mal ja, wegflashen, mal abhauen. Mit der E könnt ihr immer gut escapen oder hinterher chasen. Das will ich euch noch damit demonstrieren. Wo war man denn mit dem Teamfight später? Ja. Die Ulti einfach. Wenn die Gegner zu 5 zusammenstehen, euer Team ist bereit zum Engagen, könnt ihr einen Flash machen, könnt ihr eine E machen, was auch immer, und die Ulti an. Und ihr solltet gucken, dass ihr frühestmöglich einen Sonias bekommt. Ich kaufe jetzt mal Schuhe, damit es ein bisschen schneller geht hier alles. Mit dem Sonias könnt ihr schon unverwundbar machen. Die Ulti geht weiter. Ganz normal, bis zum Ende. Und ihr könnt sterben. Die Gegner können nichts dagegen machen. Deswegen ist das auch für mich so ein Standard-Item. Ich finde es noch praktisch, wenn ihr noch die Zeit dazu habt, wenn ihr noch nicht kurz vorm Sterben seid und mit der Ulti im Gegner-Team seid, könnt ihr noch die E machen, die ihr sowieso schon gemacht habt, alle Gegner noch eine extra Marke geben.
einmal über alle drüber fliegen und nochmal eine W machen, damit die wirklich viele Marken bekommen, auch schadenfällig, und nochmal gestunt werden. In der Ulti noch mehr Schaden bekommen und eure Teammates noch mehr machen können. Das heißt, ihr versucht während der Ulti, solange es geht, mit E und W, vielleicht auch Q, mit allen möglichen Fähigkeiten so viele Marken wie möglich zu verteilen. Am besten natürlich AD Carry oder andere Squishy-Ziele rausfokussen. Und so viel wie möglich Schaden zu machen und zu stunnen. Und ich würde erst, wenn ihr wirklich alle Fähigkeiten verbraucht habt, in der wirklichen Lebensgefahr schwebt, das Sonnes anmachen. Wenn euch keiner angreift, braucht ihr kein Sonnes anzumachen, dann könnt ihr es immer noch aufbewahren. Das hat nicht so viel Cooldown, aber dann seid ihr immer noch mobil. Wenn ihr mit der Ulti bewegt, geht die Ulti auch nach. Moment, ich muss euch was zeigen. Jetzt stunnt mich natürlich die Schlampe. Ganz ärgerlich. Bisschen dumm von mir. Nicht an den Stunt zu denken. Aber meine Kuh macht mehr Schaden als ihre Ulti. Die kann mir sonst noch mal töten. Oder sie macht nochmal ihr Schild. Man macht ja nichts in einem Bot-Game, was sowieso keine Sau interessieren wird später. Ansonsten, wenn ihr mal mich kennenspielen sehen wollt, da gibt es genug Videos auf meinem Kanal. Mit Solo Mankit. Müsst ihr einfach gucken, kennen. Heißen die Folgen dann. Ist auch meistens ein... Da ist immer ein Thumbnail auf meinen Videos drauf, also ein Bild. Meistens von dem Arctic Ops kennen, weil ich davon Skin habe. Ich wollte jetzt einmal den normalen zeigen für den Guide. Also meine erste Folge ist mit Ken, die war nicht so gut, aber meinetwegen schaut euch auch eine Folge mit Ken an, wenn ihr mal mehr von dem sehen wollt. Da erkläre ich zwar nicht so viel, weil ich im Spiel vertieft bin. Er macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ich denke mal, wenn ihr davon ein bisschen was seht, dann meint auch, seht auch, wie ich es mit dem Teamfight später meine. Ansonsten, irgendwelche abschließenden Worte zu Ken. Ach, ich habe noch, ich habe noch gar nicht die Beschwörerzauber genannt. Ich habe jetzt hier in dem Botgame Entzünden und Flash. Könnte ich auch so für ein Spiel empfehlen. Keine Frage. Ich habe auch mal mit Barriere gespielt. Das ist gar nicht so schlecht, in der Mitte mit Barriere zu spielen. Die Gegner rechnen nicht damit. Oft ist es so, dass sie auch in-game das noch vergessen, dass ihr eine Barriere habt. Und wenn der Gegner euch verbrennt und denkt, ihr seid tot, dann macht ihr einfach eine Barriere an und überlebt. Mit Ken ist man ziemlich squishy. Man macht jede Menge Schaden, man ist super im Engage, man kann super escapen. Man darf nie zu gierig werden oder zu übermütig und so. Immer aufpassen, man ist ziemlich squishy und daher ist die Barriere da gar nicht mal so unangebracht am Anfang. Ich habe schon mal einen Programmer gesehen, XPK ist einer meiner Lieblingsprogrammer. Der spielt auch, hat auch schon mal mit Barriere gespielt, auch auf in offiziellen Turnieren und so. Also mit Ken kann man ruhig mit Barriere spielen, da ist keine Schande. Ansonsten, man könnte theoretisch Ghost, weiß ich nicht, ob Ghost mit E sich stackt und lohnt. Ich würde Flash empfehlen, einfach damit ihr im Teamfight entkommen könnt. Oder damit ihr wirklich brillant engagen könnt mit Flash Ulti EW. Das ist einfach total überraschend für die Gegner. Die treffen wirklich viel. Also Flash und Entzünden oder Flash und Barriere würde ich empfehlen. Kennen ist nicht manalastig, ein Blue wird trotzdem kann nicht schaden. Wegen Beschwörerzaubern. Ansonsten freut sich euer Jungler über die Blues. Ich will noch überlegen, für wen oder was ich Ken empfehlen würde. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Mir macht Ken einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich bin mehr so ein ADC-Player. Sieht man auch vielleicht, dass ich ziemlich oft outhitte und ziemlich viel... Ich mag es, etwas squishigere Champion-Spiel, die viel Schaden machen. Und ein bisschen viel auszuweichen und so. Ein bisschen Style so reinzubringen. Das Ken finde ich ziemlich. Und... Wirklich ein bisschen subjektiv alles. Übrigens der ganze Guide ist subjektiv. Ihr könnt gerne auf mobafire.com oder woanders nachschauen. Da werden professionellere Guides sein. Das ist auch mein subjektiver Guide, wie ich Ken spiele in meinem Let's Play. Oder auch sonst privat. Ich wollte mal probieren mit diesen Guides, wie das so rüberkommt. Vielleicht gefällt euch ja. Mach ich gerne mehr Guides. Bis jetzt macht das ziemlich viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video schon dauert. Und wie lange der Guide eigentlich gehen sollte. Ich bin jetzt eigentlich so gut wie Dorisch. Also Ken, ich stelle mal einfach Vor- und Nachteile auf. Und beenden damit das Video und danach mal einen schönen Abschluss haben. Vorteile sind, der macht jede Menge Schaden. Mit der E habt ihr einen super Engage, ja, Engage oder Disengage, je nachdem, ob ihr am Gegner hinterherlaufen müsst oder entkommen müsst. Könnt ihr auch kombinieren mit einem Stun. Zum Beispiel, wenn ihr vor allem weg abhauen müsst, ziemlich schnell ist, macht ihr, der ist schon bei euch quasi, macht ihr eine E, eine W und eine Q, dann ist er gestunt. Wenn man alle drei Fähigkeiten trifft, ist er gestunt wegen den Marken. Das ist ziemlich gut mit dem Stun und so. Er macht jede Menge Schaden und im Teamfight ist er später sehr nützlich. Viele meinen, er fällt im Late Game ab. Finde ich aber nicht, wenn man halbwegs gescheit mit ihm umgeht und ein bisschen gefeedet wird. Gut, wenn die Gegner ein bisschen zulassen, dann macht man noch genug Schaden mit der Ulti und alles. Problem ist, man hängt von der Ulti ab. Wenn man die Ulti nicht mehr hat, hat man nicht mehr so viel Burst im ganzen Late Game in Teamfights und so. Das geht eigentlich einigermaßen. Bloß jetzt noch stirbt, keine Ahnung, ist auch egal. Stirbt noch, okay. Ich porte mich mal zurück. Nachteile sind, Ken ist ziemlich squishy.
Die E ist jetzt kein wirklicher Jump oder so, sondern nur, dass man schneller wird. Die Cooldowns sind, die gehen von der Q, die ist sehr gering. Die E, ja, die gehen eigentlich Cooldowns, ist die schlimmer eingestuft, so aus Gefühl. Der ist Energie-Chap, das ist recht praktisch, für die Mana nicht so mögen. Aber ihr könnt halt nicht so viele Fähigkeiten auf einmal machen, wenn ihr jetzt hier alles drückt. Dann habt ihr keine Energie für nichts mehr. Also die Vorzüge als normalen Energie-Champs. Und zum Farben ist später sehr cool, wenn ihr genug Schaden macht, könnt ihr einfach die Minion Wave mit der E durch und dann eine W machen. Und die ganze Minion Wave normalerweise weg. Ihr seid nicht buff abhängig vom Blue Buff oder so. Nicht sehr mana-lastig. Mir macht das sehr viel Spaß. Wirklich. Ich finde Champions sind nur gut, wenn man mit ihnen wirklich, wirklich viel Spaß hat. Ich kann immer, angenommen meine Position wäre Eddie Carry, da kann ich auch nicht, Varus kann ich nicht, Ezreal kann ich nicht, einfach die machen mir keinen, oder Knocki auch, die machen mir keinen wirklichen Spaß. Ich meine, klar, ich verstehe, wie man sie spielt, die sind noch nicht schlecht, das sind gute Champions, aber ich kann mit denen nicht umgehen, das liegt einfach daran, dass sie mir keinen Spaß machen. Dwaven macht mir wahnsinnig Spaß, im Moment nicht, aber eine Zeit lang hat das Spiel wirklich gemacht. Und deswegen ist es auch gut mit denen gewesen, man versteht diesen Champion, man identifiziert mich mit dem und hat seinen Spaß damit, also das ist einfach, ja. Weiß nicht, wie ich sagen soll, ich habe nichts vorbereitet oder so, aber ich glaube, wir sind damit durch. Für alle, die sich kennen, kaufen wollen, 4800 kostet er, soweit ich weiß, immer noch. Seine wurde runtergesetzt. Ihr seht ihn oft genug in meinen Let's Plays, falls ihr das nochmal anschauen wollt. Ansonsten, mit und top ist er super geeignet. Man kann ihn wohl auch irgendwie Eddie Carry spielen, wenn ich so meinst, dann müsst ihr mich den anderen fragen. Ansonsten, viel Spaß noch, falls ihr überlegt, euch kennen zu kaufen, tut es. Kann ich nur empfehlen. Und ansonsten verabschiede ich mich hier mit diesem epischen Tower-Einreißen meiner Minions. Wow. Gut, haut rein. Ich hoffe, es hat gefallen. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr die Guides und so findet. Nächste Woche, Sonntag oder Montag, kommt der nächste. Einmal die Woche nur. Ich habe ja auch nicht so viele Champions, die ich zeigen kann. Ich könnte noch Nasus oder so zeigen. Mal gucken. Bis dahin, haut rein. Und ja, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge Solo Ranked wieder. Tschüssi. Tschüss, Lux. Haut rein.